Hallöchen zur nächsten Folge und abermals mit der Bezaubernden. Haha, Marlene, festgepackt. So. Wir sind natürlich mal wieder in einem Dialog hängen geblieben am Ende der Episode. Das ist hoffentlich jetzt nicht die Regel. Ich fürchte fast, das wird die Regel sein in diesem Spiel. Es kommt fast so auf, bevor ja. Ja, leider. Ja. Aber das macht ja hoffentlich euch allen und uns sowieso nichts aus. Nee, aber ich denke mal, das ist mehr so künstliche Spielzeitstreckung, keine Ahnung. Wie ziehen wir Adventures unnötig in die Länge, ne? Genau. Das kennen wir auch aus anderen Spielen. Aber wir beschweren uns nicht bei McCain, es ist ja umsonst. Ja, so. Ein Anruf und schon bin ich da. Gibt es Probleme mit dem Spiel? Ja, es hat meine Freunde total vereinnahmt. Ah, das ist eine gute Möglichkeit. Das Problem kenne ich, man ist mich auch weg. So wie du aussiehst, glaube ich dir das nicht. du Nerd. So, ich wette, meine Freundin hat ein Problem, das sie noch nicht kennen. Ah ja, und das wäre... Also, ne, pass mal auf, Junge. Meine Freundin Helen wurde von dem Bösewicht des Spiels in das Programm entführt. Das kann schon mal... Wie bitte? Also ich sag das mal um ein Wort, damit du es verstehst. Das Programm hat meine Freundin entführt und was soll ich jetzt tun? Ja. Dieses Problem ist bisher noch nicht aufgetreten. Dann wird es langsam mal Zeit, dass es entdeckt wurde. Tun Sie was! Wahrscheinlich liegt der Fehler im Startprogramm von der Brunkel. Das wäre ja die Datei Gnimgenjek. Ach ja, die, ja gut. Außerdem stimmt was nicht mit meiner Freundin. Ah, die ist zickig, das ist richtig. Wieso, ist sie fort hässlich oder in Wirklichkeit ein Mann? Ja, als hässlich ist sie nicht, denke ich mal. Aber ein Mann vielleicht, wer weiß, ne? Also, nee, sie wurde ins Programm hineingezogen. Ja, das ist ein guter Plan. Das kann ja, wie bitte? Jetzt sind wir wieder in der Schleife, dann würde ich das da nehmen. Das Idioten wäre. Das habe ich so nicht programmiert. Gut, das Spiel sollte extrem realistisch werden. Oh Gott. Ist alles ganz gut, ne? Ja, ist Namen, also danke. Ich nehme das mal, oder was? Ich weiß nicht. Ist es sehr realistisch. Bitte, bitte, machen Sie es nur ein bisschen unrealistischer. Da gibt es ein Problem. Ich kann nicht programmieren, während das Programm läuft. Ja. Was sollen wir denn sonst tun? Jemand müsste ebenfalls in das Programm eindringen, um Helen zu retten. Ja, irgend so ein Jump'n'Run, Superheld. Genau, so wie ich zum Beispiel. Ich dachte da eigentlich eher an meinen Menschen aus Fleisch und Blut. Ach ja? Am besten einen mit Erfahrung in Computerspielen. Ja, das bin ich doch, Mensch. So. Was? Der ein echtes Interesse an Helen besitzt. So einen gibt es. Ja, ich mache es. Ja klar, sonst kommen wir ja nie weiter hier. Ich wusste, du würdest es tun. Okay, pass auf, so läuft die Sache ab. Ich bin komplett ganz Ohr. Aber ich auch hier. Du berührst einfach ebenfalls das Computerbild und tauchst so in das Spiel ein. Gluck, gluck, weg war er. Jo, und wenn du Helen gefunden hast, organisierst du dir im Spiel ein Telefon und rufst hier an. Nach Hause telefoniert denn. Per Modem werde ich euch dann rausholen. Wie Fische an der Angel. Jo, Mann. Außerdem werde ich dafür sorgen, dass man dich abspeichern kann, wenn du im Spiel bist. Ja, aber wie viel Speicher belege ich denn so ungefähr, Oh, ganze Masse. Das dient deiner Sicherheit. Frag mich jetzt mal nicht, wie das funktioniert. Ich bin ja immerhin nur der Programmierer. Ja, es klingt total vertrauenerweckend. Aber sowas von. Und nimm alles, was du willst, in das Programm mit. Wer weiß, was du dort alles brauchst. Wenn sie es nicht wissen, wer denn sonst? Viel Glück, Tom. Gib Don Tomato einen Tritt von mir. Ja. Ich habe ihn noch nie gemacht. Ja, er wird Kilometer weit fliegen. So, jetzt ist der Speicherbutton da. Ah! Was ist das für ein Quatsch? Das war alles nur Prolog wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Hardy. Der Typ sieht übrigens auch aus wie Bernard aus Day of the Tentacle. Egal, nur mit roten Haaren. So, sollten wir vielleicht erst einmal absuchen, was wir alles mitnehmen können. Ach, Rinder in die Kiste, wir brauchen nichts. Bist du sicher? Weiß ich nicht. Brauchen wir denn was noch? Keine Ahnung. Schublade, ich guck nochmal in die Schublade rein. Ja, guck da nochmal rein.
Hier ist nichts. Nichts. Ich frage mich, was das Buch für eine Relevanz hat. Alles im Wunderland, ne? Oder ich weiß auch nicht, ob das jetzt so ist wie in Kiranda 2, dass das Inventar bei jedem Welten- oder Zeitsprung verschwindet. Oh Gott, keine Ahnung, was ist da? Nur ein Telefon? Hast du die Treppen hoch? Nee. Hardy kann ich bloß schlagen oder sprechen. Ja, aber jetzt wollen wir nicht mehr mit ihm sprechen. Die Tür kannst du nicht aufmachen. Nee. Totes Zimmer. Das ist bloß eine gemalte Tür, du. Ich würde sagen, ich spring mal rein einfach jetzt hier. Ja, dann würde ich sagen, das Buch haben wir. Ich kann nochmal abspeichern. So. Ja, genau. Oh, 3 Spielstände. Ja, geil, ne? Toll. Wow. Ja, so. Interessant. Was muss ich machen? Benutzen? Vielleicht in den Grabstein springen. Ui, ui, das war ja psychedelisch eben. Boah, ja, das spinnt so ein bisschen, ne? So. Was ist das denn hier? Laptop? Boah, was ein Monster. Wow. Geiles Telefon. Ein Bild. Schrank, den man nicht angucken kann, was mich immer besonders ärgert. Ja. Ja, dann gucken wir uns doch erstmal alles an, würde ich sagen. Ja, ne? Würde ich auch sagen. Ein uralter Laptop. Also okay. wenn der da schon uralt ist, ne? Ja, ja, und das Spiel ist von paar 90 oder so, ja. Ne? So. Kann man da irgendwas mitnehmen? Telefon mitnehmen? Fällt eine Sache, dass er sagt, ein Telefon? Doch nicht. Nichts zu sehen. Ich kann es probieren, aber ich glaube, wir müssen da zurück telefonieren, um den Programmierer anzurufen. Was hängt da? Ein Bild von Don Tomato oder was? Ja. Kannst du das einstecken? Mal gucken. Jo. Aha. Ist ja auch okay. Was? Nee, oh, schade. Ist das ein Büro oder was? Gibt es noch was in den Schubladen oder unterm Telefontisch oder so? Ist nichts. Also ich glaube, das Spiel hat allgemein... Ach, ein Lift ist ja noch. Ah. Lift. Nicht zu sehen. Warte mal, Lift. Ich guck mal an erstmal. Jetzt noch nicht. Okay. Vielleicht können wir den Laptop benutzen, weil es sind da wichtige Daten drauf. Das kann natürlich sein. Ach so. Nicht ohne Passwort. Ah, da müssen wir. Oh Gott, okay, da müssen wir erst das Passwort finden. Vielleicht ist das hier drauf auf dem Bild. Nee. Nee. Gut. Dann würde ich sagen, einen Lift benutzen, wa? Lift, ne? Was, ja. Was du schon vorgeschlagen hattest. So. Hm. Ja, geh hin da, Junge. So. Ja. Nun lauf! Oh, da ist ja wie Xantia in Kyrandia 2. Die Steuerung ist wirklich furchtbar. Benutze Lift. Muss ich jetzt auf den Knopf drücken? Nee. Doch. Jetzt haben die Staubsauger. Okay. Ach, guck mal. Wow! Der da unten. Der Tomate immer. Och, wie süß. Der muss den Fahrstuhl bedienen, die arme Sau. Tomate. Ja, ach Gott. Was ist denn dieses hier, bitte? Ein Notizbuch. Ah! Gucken wir mal hin, da, wa? Ah! Passwort. Sack ein! Zack. Klasse. Was haben wir noch Schönes hier? Ein Schrank. Schrank, ein Schrank, ein Schrank. Schränke sind immer gut, ne? Da liegt ja, etwas. Aha. Was denn? Ein Rad und eine Platte. Ein Rad und eine Platte. Kannst du mitnehmen? Bestimmt. Jo. Toll. Das ist ein Rad. Und kannst du mit der armen Tomate hier was reden? Ja, bestimmt. Mal gucken. Erstmal angucken. Sie sagt bestimmt, oh, ich kann nicht, ich muss arbeiten oder sowas. Sie läuft und läuft. Nein. Wie der Hase aus Duracell. So. Ja. Oder wie der VW Käfer. Ja. Hallo. Was kann ich für dich tun? Du könntest mir verraten, was du da machst. Ja. Du bist so aggressiv neugierig. Reden ist Silber, aber Tomaten sind aus Gold. Boah, toll. Ja? Fantastisch. Echt, den würde ich nicht raufbeißen. Toller Spruch. Schwach am Anfang, aber lässt dann... Was? Schwach am Anfang und lässt dann stark nach. Ja. Na toll. auch sind selbst ein toller Spruch. Okay, ich glaube, die ist nicht sehr unterhaltsam, diese Tomate, meinst oder? Du? Nicht, dass sie wichtige Informationen hat, mit denen wir nicht weiterkommen. Na egal, wir probieren es erstmal so, ne? Oder? Ja, was haben wir denn jetzt da? Ein Rad und eine CD oder sowas? Ein Rad und eine Schaltplatte. Ich kann mal raufgucken, ob da irgendwie was drauf ist. Aha. Indischer Fakir hier halt. So. Red doch nochmal mit der Tomate. Ein Rad. Frage. Aber ich glaube, du hast recht. Wir haben wirklich nur dumme Optionen hier.
Ja, mach doch mal den 10-Meter-Turm. Könntest du von einem 10-Meter-Turm springen? Ich brauche etwas Ketchup. Das war wirklich richtig toll. Das war der geschmackloseste Karlauer, den ich jemals in diesem Programm gehört habe. Wieso? Ketchup und nicht geschmacklos? Du hast wohl keine Ahnung von Tomaten. Ja. Ich bin eine Tomate, du Blindgänger-Sprite. Ja, es gab früher keine Polygone. Tut mir leid, dass ich ein Sprite bin, du Pixelmonster. Auch weh, Sprite-Caller, ganz ruhig, Kollege. In diesem Raum ist keine Gewalt vorgesehen. Also ich bin so ein Spieler, der ins Programm gesaugt wurde. Vielleicht. Und ich komme frisch vom Feld, alter Tomaten-Sprite-Witz. Ja, super. Erzähl mir keine Witze, erzähl mir was über Don Tomate und Helen. Ach, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Dann versuch mal nochmal. Ich glaube, das müssen wir vielleicht doch alles durchmachen. Mit dem Salz. Nee, das hatten wir doch schon. Scheiße. Kannst du das escapen? Ja. Nochmal? Ja. Gott sei Dank. Hast du irgendwie Salz? Du schmeckst sicher köstlich. Ja. Du willst mich fressen? Ja. Der große Don Tomato wird mich rächen. Mit Objekten wie dir wird er allemal fertig. Bin kein Objekt. Wie meinst du das? Ja, mach mal. Ja, gerade neulich hatte sich eine Figur geschnappt, die ein wenig ähnelte. Oh Gott, Helen? 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 Ja, sollte wohl eine weibliche Figur darstellen. Etwas grob gezeichnet, fand ich. Was hat er mit Helen gemacht, du potenzieller Salat? Tomatensalat. Oh nein! Ich glaube, der kriegt sich raus aus dem. Aber ich befürchte fast, wir müssen den irgendwie weglocken. Meinst du? Weil du, ja, pass mal, ja, weißt warum? Du warum? Wir haben doch das Rad hier. Ja. Und das passt so schön da rein. Meinst du? Ich bin's. Weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen. Aber erstmal muss der dann natürlich raus. Erstmal versuche ich das Passwort oben. Okay. Das erschließt sich mir noch nicht so richtig. Mal gucken. Ja, schauen wir mal. Oder bedient er wirklich den, was bedient er denn? Den Fahrstuhl oder nicht? Ich glaube den Fahrstuhl. Und wir kommen ja nur nach unten und vielleicht muss er da weg, damit wir vielleicht auch nach oben kommen. Das kann sein, ja. Ich weiß es nicht. Also es ist so eine Vermutung. Notizbuch mit Laptop, genau. Ja! Passwort, hey. Hurra! Okay, benutzen wir den mal. Ja. Ja, noch nicht. Ja, auch nicht. Dann schauen wir mal rauf. Da läuft ein Malprogramm. Nein, müssen wir jetzt malen. Ich weiß nicht, was mache ich damit? Nehmen. Lady haben. Reden. Also ich glaube, wir müssen doch diese Tomate Aber jetzt, was ist das denn jetzt? Jetzt haben wir uns verwandelt mit dem Bild. Mit dem Malprogramm haben wir es. Und jetzt können wir bestimmt mit diesen blöden Tomate reden und die überreden. Was anderes zu machen. Das kann natürlich sein. So, wir gehen mal schnell runter und dann. Das kann natürlich sein. Wir gehen mal runter, dann müssen wir, glaube ich, schon wieder Schluss machen. Ja. Aber runter können wir ja noch in dieser Folge. Wir gehen noch schnell zur Tomate und dann. Und dann machen wir Schluss. So, und so sage ohne ich. Ohne Dialog. Was? Ohne Dialog. Genau, ohne Dialog, endlich mal. Und Don Tomato sagt, ich habe ein Angebot, das du nicht ausschlagen kannst. Bis dann. Bleib dran.